Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Challenge Run und zwar dieses Mal The Pokémon Smaragdstunde mit einem Groudon und das natürlich mal wieder im Pazifismus. Ihr müsst wissen, Groudon ist ein reines Boden-Pokémon, es ist nicht Typ Feuer, was viele Leute immer wieder denken und es hat eine Basiswertsumme von 670 und ist damit ziemlich hart broken, das kann man nicht anders sagen, es ist eines der stärksten Pokémon aller Zeiten. Es hat einen physischen Angriff von 150, ich denke, das sagt wirklich alles aus. Und es hat sogar die Fähigkeit Dürre, die dafür sorgen kann, dass sobald es eingewechselt wird, die Sonne scheint, was natürlich Feuerattacken beispielsweise extrem pushen kann und Solarstrahl unter anderem kann man sofort einsetzen, ohne eine Runde auszusetzen. Also das Pokémon hat sehr viel Potenzial und es hat auch nur drei Schwächen, und zwar gegen Pflanze, Wasser und Eis, und die Wasserschwäche ist ja in der Sonne relativ krass zu vernachlässigen. Wo ist also das Problem bei diesem Run? Naja, ich spiele wie gesagt den Pazifismus, das bedeutet, ich darf nur Pflichtkämpfe machen. Und das sind leider in Smaragd nicht allzu viele und die Levelkurve steigt relativ krass an. Und legendäre Pokémon leveln ziemlich langsam. Ich werde also gerne mal unterlevelt sein und die Pazifismusroute der dritten Generation ist eine der schwersten im gesamten Franchise, wenn nicht sogar die härteste. Es gibt fast gar kein Pokémon, was da auch nur ansatzweise eine Chance hat, aber ein Pokémon wie Groudon könnte das potenziell schaffen und das wollte ich heute herausfinden. Ihr wisst Bescheid, Freunde, denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich derzeit regelmäßig livestreame, würde mich sehr freuen. Und ich habe ja derzeit noch ein sehr großes Livestream-Projekt am Laufen, von daher bin ich derzeit jeden Tag online. Schaut gerne mal vorbei und lasst auch sehr gerne hier ein Abo da. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, bei den 50.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben, auf das ihr euch freuen könnt. Und ich habe dort schon einiges geplant. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der heutigen Challenge. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, den Kyogre-Run habe ich ja auch schon hochgeladen. Also, wenn ihr den verpasst haben solltet, könnt ihr den auch gerne schauen. Und ich muss sagen, Pazifismus-Runs in Gen 3 sind definitiv ziemlich hart. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit, da war meine Starter-Pokémon. Und ich habe mich dieses Mal entschieden, hier der guten Maike ein Gag-Aber zu geben, damit sie mich später mit einem Reptile sehr effektiv angreifen kann über Pflanzenattacken, die über Dürre nicht abgeschwächt werden. Ich würde sagen, das ist die schwierigste Wahl, die ich irgendwie hätte treffen können. Und dann ging es los mit dem Kampf gegen Zickzacks, der natürlich gar kein Problem war, weil ich hier mit Lehmschuss gestartet bin. Darauf habe ich sogar Step und ich habe das eiskalt gebonshottet. Und dann habe ich mein Pokémon hier Nikolas genannt nach einem Zuschauer. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann ging es weiter mit dem ersten Maike-Fight gegen ein Gek-Arbor auf Level 5, was logischerweise jetzt nicht die größte Herausforderung ist. Und man kann an der Stelle schon ganz gut sehen, wie heftig der physische Angriffswert von Groudon eigentlich ist. Ich meine, das Gek-Arbor resistiert hier meinen Lehmschuss und ich habe es trotzdem fast getoolshottet. Die Basiswerte von Groudon sind einfach wirklich absurd und die Attacke Lehmschuss ist ja nicht mal übel, also für den Start ist das durchaus ein ziemlich guter Angriff. Und als ich dann in Metaros City angekommen bin, habe ich mir direkt mal ein Item gegönnt, was ziemlich wichtig ist, und zwar die gute alte Flinkklaue, mit der ich stellenweise Pokémon noch speeden kann, für die ich eigentlich zu langsam wäre. Es wird auch für diesen Run hier eine große Rolle spielen, einfach deswegen, weil ich gerne mal unterlevelt antreten muss und Groudon ist ja jetzt nicht das schnellste Pokémon. 90er Init ist zwar durchaus nicht übel, aber es ist ausbaufähig. Da wird es auf jeden Fall Pokémon geben, die ein kleines bisschen schneller sind im Laufe des Runs. Und dann ging es auch schon weiter in der ersten Arena, und zwar die Bodengesteinsarena von Felicia, und die kann fast kein Pokémon pazifistisch schaffen. Also das ist schon wirklich ziemlich hardcore, zumal man hier leider antreten muss, komplett unterlevelt. Es gibt aber ein paar Pokémon, die ein praktisch perfektes Matchup haben und da gehört Groudon durchaus dazu. Und ich konnte sogar noch einen Trainer vorziehen vor der Metaflurhöhle, weil er später sowieso Pflicht sein wird im Laufe der Story und deswegen konnte ich noch ein bisschen leveln und ich habe halt einfach mit Groudon hier Gesteinsattacken resistiert und ich konnte mit Lehmschuss die beiden Kleinsteins und das Nasknet sehr effektiv angreifen. Und die haben zwar eine gute physische Verteidigung, aber gegen Groudons heftigen Angriff können die halt wirklich nicht allzu viel machen. Wie gesagt, es gibt nicht viele Pokémon, die hier so gut durchkommen, zumal Felicia hier auch noch Tränke spielen kann und eine Beere auf ihrem Nasknet, aber Groudon ist ziemlich gut hier durchgekommen und das Ganze war sogar ein First Try. Aber selbst Groudon, eines der stärksten Pokémon der gesamten dritten Generation, hat hier trotzdem noch einiges an Schaden eingesteckt, obwohl Groudon eine sehr krasse physische Verteidigung hat und eine Resistenz. Stell dich mal vor, man hätte hier Schwäche beispielsweise, da kann man nicht mal versuchen anzutreten. Man würde nicht mal ansatzweise ihn als Gnet sehen. Wie auch immer. Groudon konnte den ersten Orden hier mitnehmen und der Run hat gelebt, was mich sehr gefreut hat. So konnte ich tatsächlich die Pazifismusroute noch ein wenig weiterspielen. Und ich würde jetzt gerne auch auf den Maike-Fight in Metaros City eingehen, aber leider ist der komplett optional, weil man kann zu diesem Kampf hier einfach Nein sagen. Deswegen spielt das hier für die Pazifismusroute leider keine allzu große Rolle.
Was aber wieder ziemlich relevant ist, ist die Kampfarena von Camillo und die kann man theoretisch aufschieben und später machen. Ich wollte aber jetzt unbedingt schon die Erfahrungspunkte mitnehmen, weil ich die später durchaus brauchen werde. Also jeder Kill ist für diesen Run hier durchaus wertvoll. Und er beginnt hier mit einem Macholo mit Protzer. Und das erhöht leider auch die physische Verteidigung, von daher kann der Kill gegen Macholo sich ein bisschen hinziehen und es wird dann eventuell ziemlich viel Damage drücken. Es wäre also prima, wenn ich das wegkritte. Und dann kommt Medit hier rein und das spammt die ganze Zeit Power Punch. Das Gute ist aber, dafür muss es erstmal seinen Fokus aufladen und wenn es in derselben Runde durch eine Schadensattacke von Groudon angegriffen wird, passiert nichts. Ich fresse dann keinen Damage und auch wenn Medit hier stellenweise Reflektor rauslegen kann, würde es mir einfach, obwohl der Kampf eine Weile dauert, nie Schaden zufügen. Wenn ich also Macholo vorher weggekrittet haben sollte, dann ist es möglich, sein Ace-Pokémon, also sein Makuhita, auf Level 19 zu erreichen, ohne Damage zu haben. Und das ist ziemlich ideal, weil dieses Makuhita hat mir hier ungefähr 50% Damage gemacht. Und wäre ich vorgeschwächt gewesen, hätte ich auf gar keinen Fall zwei Hits von Makuhita überleben können. Da ich das aber nicht war, konnte ich mit Range den zweiten Hit überleben mit 2 KP, um diesen Fight hier für mich zu entscheiden. Das war natürlich ziemlich unkonstant, aber das Ganze konnte funktionieren und Groudon konnte hier den zweiten Orden einfach sofort ziehen. Über Graviport City allerdings kam dann erneut Maike und die ist jetzt nochmal deutlich stärker geworden und jetzt ist sie auch Pflicht. Sie beginnt hier mit einem Wingull und das spammt Superschall. Wenn es aber nicht treffen sollte, kann ich das One-Shotten über Antikraft, eine Attacke, die Typ Gestein ist. Das ist ziemlich ideal. Und dann kommt Reptine rein und auch das kann ich angreifen über Antikraft. Und jetzt könnte es passieren, dass ich zu 10% tatsächlich einen Omnibus bekomme auf all meine Werte, dank Antikraft. Und das ist hier sogar passiert. Es wäre aber tatsächlich gar nicht notwendig gewesen. Denn wie ihr schon sehen könnt, mache ich dem Reptine hier auch ohne Boost tatsächlich ziemlich viel Schaden. Und ja, die Pflanzenattacken von Reptine haben jetzt nicht so viel Damage dem Groudon gedrückt, weil die Verteidigungswerte einfach zu krass sind, auch wenn ich Schwäche hatte. Und dementsprechend war es nicht zwangsläufig notwendig, hier den Omnibus zu bekommen, ich habe ihn aber natürlich sehr gerne genommen. Und das dritte Pokémon von Maike ist mal wieder komplett geschenkt, weil das ist ein Schneckmark mit Bodenschwäche. Das hat gegen Lehmschuss absolut keine Chance. Maike war also mal wieder nicht unbedingt so schwierig. Den Kampf, den allerdings fast kein Pazifismus-Pokémon auch nur vernünftig probieren kann, ist halt der gegen Walter in der Elektro-Arena, weil der ist unfassbar schwierig. Ich würde sagen, das ist der stärkste dritte Arena-Leiter aller Zeiten vielleicht sogar. Und die Pazifismus-Route der dritten Generation lässt ja nicht allzu viele Erfahrungspunkte zu. Und er hat 4 Pokémon in seinem Team. Das Gute war aber, Groudon ist halt ein Boden-Pokémon. Und das ist hier durchaus ein riesen Game-Changer. Boden-Pokémon haben bei Walter immer eine realistische Chance, einfach deswegen, weil sie immun sind gegen alle Elektroangriffe und als Elektro-Pokémon auch sehr effektiv angreifen können. Ein besseres Matchup kann man hier praktisch gar nicht haben. Und Groudon selbst ist ja durchaus eines der stärksten Boden-Pokémon, die jemals existiert haben. Unser Magneton beispielsweise hat sogar eine Mal-4 Schwäche, obwohl es normalerweise so gut wie alle Typen resistiert im gesamten Spiel, also das ist extrem defensiv. Man muss aber eine Sache noch bedenken und das ist sein Voltenso. Das ist der Punkt, wo sich dieser Kampf hier noch ein bisschen hinziehen kann. Weil das trägt zunächst mal eine Citrobeere, kann sich also ein bisschen gegenheilen, es kann Supertränke nutzen und es kann mit Yawla sich pushen, um dann mit Quick Attack relativ guten neutralen Damage zu drücken, weil man ist ja ein wenig unterlevelt. Und damit kann Voltenso auch für Groudon tatsächlich noch relativ gefährlich werden bzw. noch ein bisschen Schaden drücken. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie dieser Kampf hier ablaufen würde, wenn man keine Elektroimmunität hätte und beispielsweise Magneton nur nicht sehr effektiv angreifen kann. Dann kann man das einfach vergessen. Und deswegen gibt es praktisch kein Pokémon im gesamten Pokédex, was halt Walter pazifistisch besiegen kann. Klingt erstmal traurig, es ist aber die Wahrheit. Boden-Pokémon sind dort allerdings, wie gesagt, eine sehr, sehr große Ausnahme, weil die einfach ein tolles Matchup haben. Wenn man allerdings Walter geschafft haben sollte, geht es dann weiter mit Mark von Team Magma und ich werde heute mal wieder nur auf Team Aqua und Team Magma-Kämpfe eingehen, die wirklich eine Relevanz hatten. Der Mark hier allerdings auf dem Vulkan, der ist nicht zu unterschätzen. Der beginnt hier beispielsweise mit einem Magnein, mit Bedroher, was meinen physischen Angriff schmälern kann und das ist gar nicht mal so toll für meinen Groudon, weil deswegen wird der Kill gegen Magnein eventuell eine ganze Weile dauern und es kann mich vorschwächen. Ich kann es aber auch wegritten beispielsweise und das ist hier Gott sei Dank passiert, das hat den Fight hier durchaus erleichtert. Dann ging es allerdings weiter mit einem Zubat, was mich verwirren kann. Und Verwirrung kann immer extrem mettern bzw. eine Niederlage bedeuten, wenn man einfach Pech hat. Verwirrung ist reines RNG und man muss Glück haben, dann auch angreifen zu können. Wenn man allerdings irgendwann treffen sollte, kann man Antikraft einsetzen und das ist sehr effektiv, um Zubat zu one-shotten, weil auch nach Bedroher wird dieses Zubat nicht allzu viel aushalten können. Das dritte Pokémon ist dann allerdings doch ein Kamerupt und ja, das könnte ich sehr effektiv angreifen über Schaufler,
Wenn ich allerdings im Boden sein sollte, fräst sich Schaden durch Intensität und der tut ziemlich weh. Wenn die Intensität hier zu stark sein sollte, bin ich einfach One-Shot. Ich muss also hoffen, dass es nicht so krass ausfällt. Ich wollte aber Schaufler trotzdem lernen, weil die Attacke ziemlich gut ist und ich konnte die halt bekommen in Laubwechselfeld. Und gerade halt auch gegen Magnaien ist sie verdammt praktisch gewesen. Wo sie allerdings ebenfalls sehr praktisch sein kann, ist in der Feuerarena von Flavia. Denn all der ihre Pokémon haben Bodenschwäche und Schaufler ist halt die beste Basisstärke, die ich mitnehmen konnte, zu diesem Fight. Man muss allerdings bei diesem Orden eine Sache bedenken. Ich mache jedes Mal Dürre, wenn ich mit Groudon in den Kampf komme und das verstärkt Feuerattacken, nämlich neutral treffen. Das bedeutet, ich setze quasi automatisch, ohne es verhindern zu können, Sonnentag für Flavia auf und das ist jetzt nicht gerade ideal. An sich beginnt dieser Kampf hier relativ gut und zwar macht zwar ihr Kamaup manchmal Intensität, wenn ich gerade im Boden bin, um Schaufler einzusetzen, aber der Schaden wird sich in Grenzen halten, weil Kamaup einfach nicht voll entwickelt ist und deswegen nicht so gute Angriffswerte hat. Ihr Schneckmark ist One-Shot über Antikraft, weil das Pokémon hat weder Verteidigung noch Init, das ist generell ziemlich schwach und ihr Kamerupt konnte ich sogar konstant besiegen über Schaufler und es ist nicht mal auf Intensität oder so gegangen, sondern auf Hitzekoller-Spam, was mich halt im Boden überhaupt gar nicht treffen kann. Also dieser Fight hier sah zunächst mal richtig gut für mich aus. Danach kam allerdings dann Kurtel rein und das konnte ich noch nicht mal Two-Shotten über Schaufler und es konnte mich One-Hitten über Hitzekoller in der Sonne, eine Attacke, die fast immer trifft. Also dieser Fight hier wird definitiv kein Spaß, zumal sich Flavia auch noch mehrfach gegenheilen könnte. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ich wollte aber dann eine Sache herausfinden, die diesen Fight hier eventuell etwas leichter machen könnte, und zwar, ob es möglich ist, bei Schneckmark zu setupen. Das Ding ist, Kamaup kann ich ja manchmal besiegen, ohne Schaden zu nehmen, wenn es keine Intensität einsetzen sollte. Und dann kann ich bei Schneckmark versuchen, auf Protzer zu gehen, was ja eben auch das Macholo von Camillo probiert hat, und damit kann ich meinen physischen Angriff und meine physische Verteidigung steigern. Wenn allerdings dieses Schneckmark hier sich für Hitzekoller entscheiden sollte, bin ich sehr schnell besiegt, von daher ist es prima, wenn es das in der ersten Runde nicht machen sollte. Insgesamt bin ich hier auf +2/+2 gegangen und habe Schneckmark dann rausgenommen und auch Kamerupt konnte dann logischerweise nicht mehr viel machen, weil ich ja noch stärker war als zuvor. Es konnte sich ja schon ohne Boost nicht wirklich wehren. Dann kam allerdings wieder Kurtel rein und auch auf +2 habe ich dieses Pokémon leider nicht mit Schaufler one-shotten können. Wir reden hier von Groudon mit einem Step-Angriff. Es gibt fast nichts Stärkeres im gesamten Spiel. Ich habe wie gesagt einen Angriffsbasiswert von 150 auf Groudon und Kurtel stallt trotzdem gegen. Dieses Pokémon ist unglaublich defensiv. Es hat aber Gott sei Dank hier den Hitzekoller gemisst zu 10% und deswegen habe ich den Sieg mitnehmen können. War ziemlich lucky, aber ganz ehrlich Freunde, ich war ein bisschen erschrocken über die Verteidigung von Kurtel und ich denke wie gesagt, dass auch hier mal wieder viele Pazifismus-Pokémon nicht ansatzweise Land sehen werden. Also wenn man hier irgendwie eine Feuerschwäche hat, sieht es ziemlich düster aus. Und danach kommt dann auch noch Norman in der Normalarena und das ist ebenfalls ein starker Bossgegner mit unter anderem einem verdammten Leta King, eines der stärksten Pokémon im gesamten Pokédex und es ist auch noch krass überlevelt. Und ich selbst habe praktisch keine Kampfattacken zur Verfügung, um mir sehr effektiv anzugreifen, also das Matchup hier wirkt erstmal ziemlich furchtbar. Er beginnt hier allerdings mit einem Pandir und das spammt gerne mal Taumeltanz, was nicht zwangsläufig mattern muss. Das verwirrt mich zwar, aber wenn die Verwirrung nicht wirken sollte, dann greife ich ganz normal an und die Verwirrungschain kann auch stellenweise relativ schnell auslaufen. Und eine Persienbeere beispielsweise könnte man sogar auch tragen. Und dann geht's weiter mit einem Mundtier, was physische Attacken spammt. Und ja, das kann über Schlitzer beispielsweise gerne mal kritten, das ist durchaus möglich, aber es ist nach wie vor nicht so wahrscheinlich, auch nicht mit Schlitzer. Und dementsprechend ist es möglich hier, einige Male auf Protzer zu gehen, um die physische Verteidigung von Groudon zu stärken und auch den physischen Angriff, was gleich noch durchaus eine relativ große Rolle spielen kann. Und dann kann man früher oder später einfach so ein Mundtier rausnehmen, wenn man natürlich jetzt sehr, sehr krassen Damage raushaut. Und dann geht's weiter mit Geradax, was gerne mal hier auf Bauchtrommel geht und sich damit selbst halb besiegt. Und dann kann man das finishen über zum Beispiel Hitzekoller, was man ja von Flavia bekommen hat. Aber dann kommt noch das Leta King und man würde jetzt sagen, okay, das ist durchaus eine große Gefahr. Wenn man es aber schaffen sollte, einen Hit von Leta King zu tanken, dann kann man plötzlich auf Schaufler-Spam gehen und der Fight hier ist eiskalt entschieden. Weil dann ist man jedes Mal, wenn Leta King gerade angreifen kann, im Boden und kann nicht getroffen werden. Was diesen Fight hier komplett trivialisiert. Schaufler und Fliegen beispielsweise sind Attacken, die Leta King komplett wallen können und es ist prima, dass Groudon eine davon lernen konnte, weil damit war diese Arena hier entschieden. Ich hatte tatsächlich gegen Norman ein fast perfektes Matchup, ich musste nur die richtigen Attacken einsetzen und dementsprechend war dieser Fight hier tatsächlich gar nicht mal so schwierig. Die meisten anderen Pazifismus-Pokémon allerdings werden hier natürlich wieder riesige Probleme haben, da brauchen wir nicht drüber zu reden.
Und worüber wir auch nicht so richtig zu reden brauchen, ist der nächste Kampf gegen Maike beim Klimainstitut, weil, naja, ich hatte jetzt Hitzekoller gegen ihr Reptile und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht unbedingt Hitzekoller tanken kann, also der Maike-Fight war wie immer komplett geschenkt. Danach kommt dann allerdings Wipke in der Flugarena und die ist wieder deutlich anspruchsvoller. Und ja, man könnte die theoretisch verschieben, ich wollte aber natürlich die Erfahrungspunkte mitnehmen, wenn ich denn die Möglichkeit habe. Also ich wollte diesen Fight hier zumindest direkt mal ausprobieren, ich meine, wieso nicht? Ich habe hier immerhin Antikraft, um hier sehr effektiv anzugreifen, auch wenn ich da keinen Step drauf habe. Doch ob ihr es glaubt oder nicht, Freunde, ich hatte bei diesem Arena-Fight hier ein nahezu perfektes Matchup und zwar beginnt ihr hier mit einem Wapplu, was ich praktisch überhaupt nicht wehren kann gegen Groudon. Das macht einfach nur Unsinn. Es könnte zwar theoretisch auf Abgesang gehen, womit ich instant verloren hätte, aber aus irgendeinem Grund entscheidet sich Wapplu dagegen und macht lieber Unsinn. Und dementsprechend hatte mein Groudon hier endlos viel Zeit, auf Protzer-Setups zu gehen, um seinen physischen Angriff zu maximieren und seine physische Verteidigung. Und wenn diese Setups erstmal draußen sind, sieht es logischerweise ziemlich gut für mich aus. Ich meine, was zur Hölle soll Wipke dann noch machen? Die Gesteinsattacken in diesem Spiel sind alle physisch, das bedeutet auch Antikraft, und damit kann ich ja praktisch alles von ihr sehr effektiv angreifen. Das einzige Pokémon von Wipke, was von Antikraft nicht sehr effektiv getroffen wird, ist tatsächlich ihr Panzereron und es hat Feuerschwäche in der Dürre gegen meinen Hitzekoller. Das wird garantiert auch nicht überleben können. Und dementsprechend war der Fight gegen Wipke hier absolut geschenkt. Wie gesagt, wenn Wapplu hier einfach regelmäßig auf Abgesang gegangen wäre, hätte der Kampf vermutlich komplett anders ausgesehen, aber so war die Arena komplett geschenkt. Aber hey, ich habe mich natürlich gefreut. Doch nach einem weiteren geschenkten Maike-Fight, den ich halt nicht antreten muss aufgrund von Pazifismus, ging es dann weiter mit Mark von Team Magma mal wieder und er ist jetzt deutlich stärker geworden und die Levelkurve, die zieht jetzt auch mal wieder an, das bedeutet, es wird wieder anspruchsvoller. Er beginnt hier beispielsweise mit einem verdammten Magnein mit Bedroher, was meinen physischen Angriff senken kann. Und das Ding ist Level 37, das ist kein allzu gutes Zeichen. Und das Problem ist, dieses Magnein hier hat auch unter anderem die Attacke Angeberei, die mich verwirren kann, und das bedeutet, ich kann mich wieder selbst verletzen, und er hat auch unter anderem Grimasse, um meine Initiative zu senken, das ist durchaus keine gute Kombination. Denn auch wenn ich Magnein irgendwann besiegen sollte, geht es dann weiter mit einem X-Bart, was mich natürlich outspeedet, vor allem nach der Grimasse, und ja, das wird mich halt ein bisschen schwächen können. Und dadurch, dass ich halt nicht auf plus 2 bin nach Angeberei, sondern nur auf plus 1 wegen halt dem Bedroher, kann ich auch nicht mit Range oder so X-Bart One-Shotten über Antikraft, das wird einfach nichts. Und dann kommt irgendwann Kamerupt rein und ja, dieses Pokémon macht mich über Erdbeben fertig. Und wenn ich auf Schaufler beispielsweise setzen sollte, bin ich sowieso down. Das Gute ist aber, es ist möglich bei den verdammten Magnein hier einfach auf Protzer-Setups zu gehen. Weil das Magnein wird ja praktisch nur physisch angreifen und dementsprechend kann es eigentlich dagegen relativ wenig machen. Und dann ist es möglich stark genug zu werden, um halt den Rest dieses Kampfes hier über Antikraft zu entscheiden. Aber es war schon sehr frustrierend, dass ich hier Schaufler mal wieder nicht einsetzen konnte, weil mich die Bodenattacken immer im Boden treffen. Das ist halt keine allzu tolle Kombination. Aber Erdbeben beispielsweise hatte ich halt einfach nur nicht zur Verfügung. Wie auch immer. Als ich dann auf die Protzer-Setups gegangen bin bei Magnein, war dieser Fight hier durchaus gewinnbar. Man muss sich aber mal so ein bisschen vor Augen halten, was den Pokémon machen würde, was halt nicht so leicht setupen kann. Das würde wahrscheinlich komplett von der Levelkurve eingeholt werden und pulverisiert werden. Dieser gesamte Mark-Fight hier ist deutlich anspruchsvoller, als es einem vorkommt im Base-Game, wenn man keinen Pazifismus spielt. Einfach nur, weil dieses Spiel hier so verdammt wenig Pflichttrainer bietet. Man kann wirklich sehr viel überspringen. Und die wenigen Pflichtkämpfe bei diesem Spiel hier sorgen auch unter anderem dafür, dass ich Ben und Svenja erreicht habe, auf gerade mal Level 36. Das bedeutet, ich muss jetzt mit nur einem Pokémon eine Doppelkampf-Arena gewinnen, bei der ich auch noch unterlevelt bin. Und das ist eine der schwersten Arenen im gesamten Franchise. Das wird jetzt nicht unbedingt spaßig werden. Ben und Svenja haben auch heute mal wieder ein Xatu, ein Lepomentas, ein Sonfil und ein Lunastein. Und die sind alle auf einem deutlich höheren Level als ich. Und Lepomentas beispielsweise spammt gegen mich Erdbeben, was ziemlich viel Schaden macht. Und der einzige Partner, den ich für diesen Kampf hier habe, ist ein Carpador auf Level 5, was halt nicht wirklich mitkämpft. Das bedeutet, der stirbt in Runde 1. Und das nehme ich auch nur deswegen mit, weil ich diesen Kampf hier ansonsten nicht antreten darf. Das Spiel lässt das sonst nicht zu. Wie auch immer. Ich habe bei diesem Fight hier logischerweise erstmal gar kein Land gesehen und ich war mir nicht mehr sicher, ob das Ganze möglich sein würde, weil es gibt praktisch kein Pokémon, was pazifistisch Ben und Svenja besiegen kann, weil diese Arena ist einfach praktisch unfair für One Pokémon Runs und die haben auch unter anderem 4 Hypertränke, also das darf man auch nicht vergessen.
Mir ist aber dann eine Sache eingefallen, die natürlich ziemlich praktisch ist. Und zwar kann Groudon tatsächlich Solarstrahl lernen. Und das ist eine Pflanzenattacke mit 120er Base, die sofort treffen kann, wenn ich halt die Sonne draußen habe. Und aufgrund der Dürre von meinem Groudon ist das ja kein Problem. Und damit kann ich Lepomentas, Sonfill und Lunastein sehr effektiv angreifen. Doch Überraschung, Freunde, auch mit den heftigen Stats von einem Groudon konnte ich die stellenweise nicht one-shotten und es hat nicht ausgereicht, um diesen Fight hier für mich zu entscheiden. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist fast schon absurd. Und ich habe ja sogar auch noch die Attacke Antikraft, um theoretisch Xatu sehr effektiv anzugreifen. Aber all diese Faktoren insgesamt haben nicht dazu geführt, dass ich den Orden mitnehmen konnte. Es hat immer noch nicht gereicht, ich brauchte noch ein wenig mehr. Es gab also nur eine Möglichkeit, um diesen Fight hier noch ein bisschen besser für mich zu machen, und das war über den Omni-Boost von Antikraft. Wie gesagt, zu 10% kann ich damit halt einen Boost bekommen auf all meine Werte, es ist aber verdammt unwahrscheinlich. Und das ist jetzt nicht gerade geil, weil das Problem ist einfach, dass ich im Doppelkampf gerne mal angegriffen werde pro Runde von zwei verschiedenen Attacken. Und irgendwann wird irgendwas davon mal kritten. Lepomentas beispielsweise hat zig Runden Zeit, während ich halt Xatu, Sonfeld und Lunastein besiege, mich mit Erdbeben zuzuspammen. Und ein einziger Crit davon kann bereits dazu führen, dass ich einfach aus dem Leben genommen werde. Denn auch nach diesem Omnibus wird sich der Schaden, den ich mache, relativ krass in Grenzen halten. Und ja, dementsprechend reicht es nicht unbedingt für One-Hits und Lepomentas kann mich noch finishen. Obwohl ich bereits den Omni-Boost habe, Dürre und Solarstrahl-Spam sowie Antikraft gegen Xatu, ich habe gefühlt alles auf meiner Seite. Um diesen Fight hier also letztendlich zu gewinnen, braucht man hier den Omni-Boost, Dürre, Solarstrahl und keine gegnerischen Crits. Alles in Kombination und man muss die Pokémon von Ben und Sven ja am besten auch noch in der richtigen Reihenfolge besiegen, weil ansonsten kann viel Bullshit passieren. Und am Ende des Tages kann man nach wie vor beispielsweise verwirrt werden von Xatu und etliche andere Dinge können passieren. Dieser Fight hier ist wirklich unfassbar schwierig und das, obwohl man tatsächlich hier mit Groudon ein sehr, sehr gutes Matchup hat. Ich meine, ich habe ja schon sehr, sehr viele Tools, um diesen Fight hier relativ gut kämpfen zu können. Stellt euch vor, ich hätte hier ein Pokémon, was beispielsweise halt einfach nicht so gut aufgestellt ist. Ein Pokémon, was sehr effektiv getroffen wird von Ben und Svenja oder was sie nur nicht sehr effektiv angreifen kann. In dem Fall wäre der Run instant beendet, also da kann man sich auch nichts schönreden, Ben und Svenja wären dann definitiv unmöglich pazifistisch. Und dementsprechend werden wahrscheinlich die paar Pazifismus-Pokémon, die es noch bis Ben und Svenja schaffen, spätestens dort zerschellen. Die Pazifismus-Route der dritten Generation ist schon wirklich, wirklich brutal. Aber gut, mit Groudon konnte ich dann irgendwann hier den siebten Orden mitnehmen und zumindest weiterspielen, weil ich einen so guten Solarstrahl hatte, der mich komplett gecarried hat. Was jetzt aber natürlich auch noch kommt, ist der Doppelkampf mit Troy zusammen im Raumfahrtzentrum und der ist auch jedes Mal eine große Herausforderung, einfach deswegen, weil Troy nicht immer perfekt spielt. Generell kann es sehr frustrierend sein, mit KIs zusammenzuspielen, aber ich denke, das wisst ihr mittlerweile. Generell haben Marco und sein Vorstand hier allerdings nicht die besten Pokémon und deswegen ist Groudon hier eigentlich ganz gut klargekommen. Euch würde vielleicht an dieser Stelle wundern, warum ich hier nicht beispielsweise Erdbeben in meinem Moveset habe, allerdings hatte ich das aufgegeben für Ben und Svenja, um einfach andere Attacken mit reinnehmen zu können, es hat für mich einfach Sinn ergeben. Weil ich werde sowieso nach diesem Fight hier in der Unterwasserhöhle die TM für Erdbeben bekommen und kann die Attacke dann jederzeit wieder erlernen. Ich wollte aber eh fürs erste Erdbeben gar nicht in meinem Moveset haben, weil es fürs erste nicht notwendig ist, aber dazu gleich mehr, das werdet ihr schon noch sehen. Wie auch immer, dieser Doppelkampf hier ist mit Groudon nicht besonders schwierig. Die Pokémon von Marco und seinem Vorstand gehen sehr gerne mal auf Metank von Troy, wodurch ich halt selbst keinen Schaden nehme. Ich kann davon nicht sehr effektiv getroffen werden und ein bisschen kann ich auch mit meinen schwachen Attacken durchaus Troy unterstützen. Und ja, Troy spielt stellenweise nicht immer perfekt, das können wir definitiv festhalten, aber wenn dieser Kampf hier eine ganze Weile dauern sollte, wird auch Troy irgendwann mal ein gutes Play machen und gegnerische Pokémon einfach so rausnehmen. Und dadurch, dass ich hier ohne Probleme einfach gegenstallen konnte, habe ich den Fight hier im First Try für mich entschieden. Es hat zwar eine Weile gedauert mit diesem etwas komischen Moveset, aber am Ende des Tages war das vollkommen in Ordnung. Ich würde sagen, mit Groudon kann man hier zwar durchaus verlieren, wenn man beispielsweise sehr, sehr schlechtes RNG hat und die ganze Zeit gefokust wird, es ist aber nicht so wahrscheinlich und dementsprechend war ich sehr dankbar, diese Doppelkämpfe auf der Insel endlich abgeschlossen zu haben. Gerade Ben und Svenja waren hier durchaus sehr anstrengend, auch mit einem legendären Pokémon wie Groudon. Der Bosskampf gegen Adrian in der Unterwasserhöhle, der war allerdings nicht so spannend, aber okay, das gilt ja wie gesagt für so gut wie alle Challenge Runs. Ich habe selten gesehen, dass dieser Fight hier wirklich mal extrem schwierig war. Darauf folgt allerdings noch die Wasserarena von Juan und die ist wieder etwas schwieriger, weil Wasserattacken beispielsweise können mich natürlich sehr effektiv treffen.
und die haben auch stellenweise Eisangriffe. Das Gute ist aber, in der Dürre kann ich Wasserattacken ein wenig abschwächen und Eisangriffe haben ja auf dem Pokémon von Juan normalerweise keinen Step, also so furchtbar ist das Matchup hier eigentlich nicht. Und ich habe ja nach wie vor meinen wunderbaren Solarstrahl. Und generell war diese Attacke hier einfach nur ein Segen. Klar, Groudon ist ein physisch angreifendes Pokémon, aber seine Spezialwerte sind auch nicht übel. Und so ein Solarstrahl von einem Groudon, der tut dem Pokémon von Juan wirklich extrem weh. Er hat ja sogar unter anderem einen Velsar mit mal 4 Schwäche gegen Pflanze. Damit konnte ich insgesamt 4 One-Shots raushauen und quasi Speedrun bis zu seinem Seedraking. Und ja, dieses Seedraking hat praktisch keine Schwächen und es hat definitiv einen Solarstrahl konstant überleben können und es hat sogar Ice Beam. Es wird mich aber nicht One-Shotten. Und dementsprechend spielt das eigentlich keine großartige Rolle und ich konnte den Fight gegen Juan ohne großartige Schwierigkeiten abschließen. Ist schon cool, dass ein Pokémon wie Groudon in der Wasserarena First Strike, aber die Fähigkeit Dürre ist halt schon wirklich heftig und Solarstrahl ist in Kombination ein sehr guter Angriff. Bevor ich jetzt allerdings antreten konnte bei der Pokémon-Liga, musste ich zunächst mal auch noch gewinnen gegen Heiko in der Siegestraße und das ist ja mehr oder weniger mein zweiter Rivale, denn die gute Maike ist ja nicht so stark bei diesem Playthrough gewesen, aber das ist ja bei den meisten Runs so. Und ich habe mich entschieden, auch gegen Heiko anzutreten ohne Erdbeben, weil es tatsächlich relativ viel Sinn macht. Er beginnt hier beispielsweise mit einem Altaria und das könnte ich ja über Erdbeben überhaupt gar nicht angreifen und dementsprechend ist hier sowieso Protzer in Kombination mit Antikraft der Play, um das Pokémon sehr effektiv zu attackieren. Ich habe hier allerdings einen Protzer zu wenig gemacht, von daher hat Altaria überleben können im roten Bereich und es konnte mich einmal angreifen über Feuer-Odem, es spielt aber keine Rolle, weil wenn ich einen weiteren Protzer gemacht hätte, hätte es ebenfalls Zeit gehabt, mich zu attackieren, aber so oder so macht die Attacke relativ wenig Schaden und das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre die Paralyse. Und danach geht's weiter mit einem Roselia, was One-Shot ist über Hitzekoller. Da brauche ich Erdbeben logischerweise auch nicht. Und danach kommt dann ein Enikoro. Und ja, das könnte ich über Erdbeben prima angreifen, am Ende des Tages ist es aber sowieso kein Gegner, weil das Pokémon ist einfach furchtbar. Es gibt generell kaum ein so schwaches Gen 3 Pokémon wie das verdammte Enikoro. Das ist eigentlich für keinen Run wirklich gefährlich und wegen Protzer machen physische Angriffe beispielsweise mir sowieso weniger Schaden. Das bedeutet, wie ich dieses Pokémon besiege, ist vollkommen irrelevant. Und dann kommt Magneton rein und ist ebenfalls One-Shot über Hitzekoller. Auch da brauche ich eigentlich kein Erdbeben und Gardevoir, naja, das ist ebenfalls kein Problem, weil das kann ich rausnehmen über ein paar Antikräfte, die ja gepusht sind, über Protzer und vielleicht noch einen anderen speziellen Angriff, um dafür zu sorgen, dass es nicht in Heal-Range kommt. Also Erdbeben ist für diesen Fight hier gar nicht wirklich notwendig gewesen, was schon ein bisschen witzig war. Jetzt konnte ich aber endlich antreten bei der Pokémon-Liga und ich wusste, das Ganze wird nicht unbedingt einfach werden, weil ich werde einfach komplett unterlevelt sein. Bereits beim ersten Top 4-Mitglied bin ich unterlegen, was das Level angeht und die Levelkurve steigt im Laufe der Liga wirklich drastisch, also es wird immer und immer schlimmer werden. Mein einziger Hoffnungsschimmer waren also die krassen Statuswerte von Groudon und einfach die Fähigkeit Dürre, die mich so ein bisschen carryen sollte. Und wie das Ganze funktioniert hat, das werde ich euch jetzt präsentieren. Der erste Fight ist gegen Ulrich, den Unlichttrainer, und ich habe mich entschieden, auch hier mal wieder Erdbeben doch nicht einzusetzen. Ich werde es natürlich im Laufe der Liga früher oder später lernen müssen, aber bei diesem Fight hier macht es nicht wirklich Sinn. Denn sein Magnein macht hier sofort einfach Bedroher und senkt meinen physischen Angriff. Es ist also deutlich besser im Laufe dieses Fights hier auf Flammenwurf zu setzen, was ich mir in der Spielhalle kaufen konnte, und tatsächlich auf Solarstrahl bei so Pokémon wie seinem Krebutak. Und da kann dieser Fight hier ziemlich gut funktionieren, einfach auf der speziellen Seite. Ich meine, wieso nicht so angreifen? Groudon ist ja dort auch recht gut aufgestellt. Man muss aber noch auf ein paar Sachen Acht geben, und zwar kann sein Magnein beispielsweise auf Sandwirbel gehen, was diesen Fight hier so ein bisschen RNG-lastig macht. Und ja, sein Tergolist macht hier stellenweise Doppelteam, wodurch man es manchmal nicht treffen kann. Und das Pokémon Absol macht ab und zu Schwertanz, wodurch es recht gefährlich werden kann. Es ist also wichtig, das möglichst früh rauszunehmen, damit es halt nicht anfangen kann, Groudon ernsthaften Damage zu drücken. Insgesamt ist aber dieser Fight hier wirklich sehr, sehr gut gewinnbar. Und gerade in der Dürre macht natürlich Flammenwurf extrem viel Schaden. Also die Attacke würde ich definitiv nicht unterschätzen. Das ist ein sehr starker Feuerangriff, auch wenn ich da keinen Step drauf habe. Und Ulrich war dementsprechend sogar First Try. Der Kampf, wo ich aber endlich wieder Erdbeben in mein Moveset genommen habe, war der gegen Antonia und das ist die Geisttrainerin. Und ja, normalerweise haben Geist-Pokémon gerne mal Schwebe, aber die von Antonia haben das eben nicht. Das bedeutet, ich kann die alle mit Erdbeben neutral treffen und ihr erstes Pokémon ist hier ein Zwirklopp, was sehr gerne mal auf Schutzschild-Spam geht, wodurch es mir alle Zeit der Welt gibt, auf Protzer-Spam zu gehen, um mich zu boosten. Und da mache ich wirklich lächerlichen Damage. Ich bin zwar ein paar Level drunter,
Aber Groudon hat wie gesagt eine Angriffsbase von 150 und Erdbeben hat auch 150er Base aufgrund von Step auf meinem Groudon. Also das Ganze ist eine ziemlich gute Kombination und zusammen mit Protzer mache ich so viel Damage, dass die meisten Pokémon hier in Grund und Boden gebonshottet werden, auch wenn die recht gute Verteidigungswerte haben, wie zum Beispiel so ein Sphere-Klopp. Die gute Antonia konnte also logischerweise hier überhaupt gar nichts mehr machen. Ich habe die komplett in Grund und Boden gesweept und konnte deswegen den Sieg hier im First Try mal wieder mitnehmen. Es sah also zu Beginn der Liga wirklich, wirklich gut für mich aus. Und es geht sogar noch ziemlich gut weiter und zwar kommt jetzt die gute Frosina und das ist die Eistrainerin. Und ja, die kann mich zwar sehr effektiv angreifen mit ihrem Sejong, aber so viel Damage wird das nicht machen. Und das verschwendet auch unter anderem eine Runde an Hagelsturm, um Wetter zu setupen, was halt nur ein bisschen Damage jede Runde drückt. Ich habe also Zeit auch hier mal wieder, einige Protzer zu setupen, um damit Erdbeben sweepen zu können. Und ich kann alle Pokémon von Frosina über Groudon ohne Probleme outspeeden. Wir sind nämlich nicht wirklich schnell. Und ja, Eisattacken würden mich zwar eigentlich dann ziemlich leicht besiegen können, aber sie kommt nicht mehr dazu, auch nur einen davon einzusetzen. Dementsprechend kann ich dann ihr gesamtes Team mal wieder komplett in Grund und Boden sweepen. Also ich muss sagen, was die Liga angeht, hat Groudon hier einen deutlich besseren Start hingelegt als Kyogre, aber naja, es hat auch wirklich gute Matchups gehabt, also über Erdbeben konnte ich schon sehr, sehr viel Damage drücken und gerade Protzer ist ein sehr, sehr guter Boost-Angriff für solche Matchups hier, wenn ich die Zeit haben sollte, das krass zu setupen. Wie auch immer Frosina, war jetzt nicht wirklich schwierig. Danach kommt dann allerdings der gute Dragan und hier wird die Liga deutlich anspruchsvoller, einfach deswegen, weil ich hier ein furchtbares Matchup habe. Dragan ist ein Drachentrainer mit einem Draschel, einem Seedraking, einem Altaria, einem Libeldra und einem Brutalander. Da sind drei Pokémon dabei, die ich mit Erdbeben nicht angreifen kann. Und das ist wirklich ziemlich furchtbar. Man kann jetzt zwar prima setupen gegen sein Draschel, was permanent auf Schutzschild geht, also das kann schon funktionieren und deswegen ist es nicht schwierig, hier einige Male Protzer einzusetzen. Man muss aber damit leben, dass dieses Draschel stellenweise auf Felsgrab gehen wird, was meine Initiative senkt. Und da muss ich irgendwie die Pokémon von Dragan mit guten physischen Angriffen bezwingen. Und ja, theoretisch habe ich Erdbeben gegen Draschel und halt Seedraking und ich hätte Antikraft gegen die fliegenden Pokémon. Sein Libeldra allerdings würde Antikraft outspeeden und ich werde nicht mal dort ankommen, einfach deswegen, weil mir wie gesagt die Init fehlt. Praktisch alles wird mich nach Draschel outspeeden können und den Grund und Boden angreifen. Ich kann dagegen relativ wenig machen. Und ich werde auch nicht so viel tanken können, vor allem wenn ich hier irgendwie speziell angegriffen werde, weil das kann der Protzer nicht wirklich mehr erleichtern. Und dementsprechend bin ich spätestens bei Altaria jedes einzelne Mal zugrunde gegangen mit dieser Strategie. Ich konnte aber noch ein paar Sachen verändern, die diesen Fight hier ein wenig leichter für mich gemacht haben, und zwar zunächst mal die Attacke Return. Und das ist eine normale Attacke, die sich richtet vom Basisschaden her an meinen Freundschaftswert. Und wenn der auf dem Maximum sein sollte, macht die Attacke einen Basisschaden von 102 und die Attacke ist physisch und deswegen pushbar über Protzer. Und damit treffe ich jedes Pokémon von Dragan neutral, also auch sein Libeldra. Und plötzlich ist es möglich, mit genug Protzern jedes Pokémon von Dragan zu one-shotten. Es fehlt aber wie gesagt noch eine Sache und das ist halt die Init. Weil wenn man hier wirklich viele Protzer setupen möchte, ist die Chance gigantisch hoch, dass Draschel hier ein oder zweimal auf Felsgrab geht, um meine Init zu senken. Das wird normalerweise immer passieren. Man kann aber dagegen das Item Flinkklaue tragen, um stellenweise Pokémon von Dragan zu outspeeden, für die man eigentlich zu langsam wäre, zu ungefähr 20%. Das Ganze ist aber ziemlich unkonstant. Letzten Endes hatte ich aber sogar einen Versuch, wo sich Draschel hier nicht für Felsgrab entschieden hat. Es ist unfassbar krass auf Schutzschild-Spam gegangen, praktisch ohne was anderes zu machen. Und in der Runde, wo es angegriffen hat, hat es nur Drachenklaue genutzt, was halt wirklich vollkommen egal ist, beziehungsweise was nur ein bisschen neutralen Damage gedrückt hat. Und dementsprechend hatte ich hier genug Init, um ein paar Pokémon von Dragan einfach so weiterhin zu outspeeden. Und ja, die Pokémon, die ich nicht outspeeden konnte, für die hatte ich dann die Flinkklaue, beziehungsweise ein bisschen was konnte ich auch noch einstecken. Der Fight ist aber trotzdem wirklich, wirklich schwierig und ich kann mich glücklich schätzen, dass ich Protzer habe und eine relativ gute physische Coverage, also dass ich überhaupt alles von ihm neutral treffen konnte, war nicht selbstverständlich. Weil nicht jedes Pokémon könnte mit Return hier so ein Pokémon wie Libeldra besiegen, wenn es noch überlevelt ist. Wie auch immer, Dragan hatte ich irgendwann besiegt, aber das war noch nicht der schwierigste Fight dieses Runs. Denn jetzt kommt unter anderem natürlich noch Vasili und das ist der Wasser-Champ. Und ja, ich habe Dürre, was Wasserattacken schwächen kann, aber das bedeutet nicht allzu viel. Denn seine Pokémon sind natürlich komplett überlevelt, also die Levelkurve wird jetzt absolut eskalieren. Und ja, Solarstrahl beispielsweise hatte ich auch nicht mehr,
weil ich konnte ja unmöglich Antikraft im Laufe der Liga verlernen, wer weiß, ob ich das noch brauche. Am Ende des Tages musste ich also so antreten, mit meinem sehr krass physischen Moveset. Wie auch immer, er hat hier begonnen mit einem Wailord und das war bereits 9 Level über mir und es wollte nach Regentanz anfangen von Tränen zu spammen. Ich hatte also nur Zeit für einmal Protze und dann muss ich Wailord besiegen über 2x Erdbeben. Währenddessen wurde ich aber fast vom Wailord schon besiegt, also so viele KP hatte ich nicht mehr zur Verfügung. Und dann ging es weiter mit einem Chantoxa, was ich wie durch ein Wunder noch knapp besiegen konnte über reines RNG. Das bringt mir aber wirklich ziemlich wenig. Weil sein drittes Pokémon war dann Velsa und das hat mich finishen können. Und es waren erst seine ersten 3 Pokémon, er hat insgesamt noch 3 weitere, mit ziemlich grausamen Matchups für mich. Es wird also vermutlich keinen überraschen, dass ich hier natürlich mal wieder den Omni-Boost von Antikraft gebraucht habe. Alles andere hätte einfach nicht funktioniert, keine Chance. Es ist wirklich immer wieder über 10% einen Omni-Boost zu bekommen auf alle Werte und dann kann man Wailord besiegen über Erdbeben, ohne Schaden zu nehmen, was ziemlich ideal ist. Und dadurch, dass die Init dann logischerweise auch gesteigert ist, kann man daraufhin Tendoxa outspeeden und über ein weiteres Erdbeben einfach so one-shotten. Es sieht also erstmal relativ gut aus. Danach geht's aber weiter mit Velsa und hier braucht man leider ein bisschen RNG und zwar muss ich das hier für Amnesie entscheiden. Wenn es beispielsweise Surfer spammen sollte, sieht es nicht so gut aus, also das kann man sich eigentlich nicht leisten. Und den weiteren Boost möchte man durchaus mitnehmen, weil ansonsten würde Velsa Erdbeben überleben. Und dann geht's weiter mit Milotic. Und der Kill gegen Milotic ist hier leider Range gewesen bei mir. Das bedeutet, es hat manchmal überlebt und dann Toxin eingesetzt, was praktisch ein Instant-Lose war. Das konnte ich mir einfach nicht leisten. Manchmal war es aber One-Shot und dann ging es weiter mit Kapaloris. Und danach hatte ich immer noch nicht gewonnen, weil das letzte Pokémon war auch noch Garados mit Bedroher und Drachentanz. Gott sei Dank war ich aber mit Groudon schneller als Garados ohne irgendwelche Boosts und dementsprechend habe ich es nach meinem Omni-Boost nach Drachentanz auch noch outspeeden können, um es zu two-shotten über Antikraft. Das war aber wirklich ein krasser Champfight, also Groudon hatte hier ein sehr gruseliges Matchup. Aber damit können wir auf jeden Fall festhalten, es ist möglich hier, nur mit einem Groudon pazifistisch die gesamte Höhenregion durchzuspielen und Champ zu werden. Und das ist schon wirklich insane. Wie gesagt, Freunde, es gibt praktisch kein Pokémon, was das hinbekommen würde. Ihr könnt mir gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, aber viel steht da wirklich nicht zur Auswahl. Es gibt generell nur sehr wenige Pokémon, die überhaupt die ersten 5 Orden schaffen würden und das ist ja noch längst nicht alles. Wie auch immer, auch dieser Run hier ist noch nicht so ganz beendet, weil ich wollte jetzt natürlich auch noch rausfinden, ob ich gegen Troy gewinnen kann im Postgame. Und das ist ein wirklich sehr schwieriger Bosskampf, aber ich wollte mich dem stellen. Ihr wisst Bescheid, Freunde, der gute Troy ist hier im 70er Bereich und der hat insgesamt 6 Pokémon. Und man kann gegen die normalerweise nicht allzu viel machen und es gibt leider auf dem Weg zu Troy keine weiteren Pflichtkämpfe. Das bedeutet, ich musste jetzt antreten im tiefen 50er Bereich. Ich war über 20 Level unter seinem ersten Pokémon, das sah nicht unbedingt gut für mich aus. Und sein erstes Pokémon ist hier ein Panzereron, was sehr gerne mal Toxin einsetzt. Und ja, das kann ich theoretisch über Flammenwurf rausnehmen, was man sich jetzt in der Spielhalle einfach nochmal holen kann. Das Geld sollte man mittlerweile durchaus haben, man kann ja auch dafür einige Items verkaufen. Das bringt aber leider herzlich wenig, weil spätestens bei Stolos ist einfach Schluss. Ich greife das zwar vielfach effektiv an, aber ich kann es trotzdem nicht one-shotten und es spammt Solarstrahl mit meiner eigenen Dürre. Was schon ziemlich demütigend ist, muss ich sagen, also das war ziemlich vernichtend und es war erst sein zweites Pokémon. Und ich muss euch an der Stelle schockiert erzählen, dass ein einzelner Omni-Boost hier überhaupt gar nichts an dem Fight ändern würde. Das würde nicht ausreichen. Wir reden hier von einem Boost auf allen Werten auf einem der besten Pokémon aus dem gesamten Pokédex und es wäre nicht genug. Man braucht tatsächlich 2 Stück. Und das ist eine Chance von nur 1%, es kann aber stellenweise passieren. Ich würde aber für diesen Fight hier auf jeden Fall eine Piercef-Beere mitnehmen, falls ich Panzereron hier für die Vergiftung entscheiden sollte über Toxin. Das ist ziemlich clever. Panzereron wird aber normalerweise in der zweiten Runde auswechseln, weil es halt über Stolos Antikraft resistieren kann. Ist so eine kleine KI-Mechanik. Wie auch immer, am Ende des Tages braucht man hier einfach den Doppel-Omni-Boost, um logischerweise alles konstant outspeeden zu können und um auch den richtigen Damage zu drücken. Weil auch auf plus 2 mit 150er Attack Base ist Groudon hier nicht stark genug, um alles einfach so in Grund und Boden zu one-shotten. Ich bin wie gesagt mehr als 20 Level drunter. So ein Pokémon wie Velier beispielsweise werde ich garantiert nicht one-hitten. Das Gute ist aber, Velier beispielsweise geht hier gerne mal nur auf Verwurzler, was mir relativ egal ist, weil die Attacke stellt nur KP wieder her.
Unsere Pokémon wie Amaldo beispielsweise machen jetzt nicht allzu viel Schaden, vor allem wenn ich hier bereits zwei Defense Boost Intos habe, aufgrund meiner Omni Boosts über Antikraft. Was aber dann natürlich noch so ein bisschen gefährlich werden kann, sind Metagross und Lepumentas. Bei Metagross ist hier gerne mal nicht One-Shot, einfach deswegen, weil es ein sehr, sehr mächtiges Pokémon ist, auch übrigens das Signature-Pokémon von Troy, und es kann dann eventuell einfach mal angreifen, um mich fortzuschwächen. Und das verdammte Lepumentas hat hier leider die Fähigkeit Schwebe, mit der es immun ist gegen Erdbeben, und es hat auch Reflektor, um meinen Schaden zu schwächen. Und generell kann sich Troy sehr häufig gegenheilen über Tränke. Es ist also äußerst wichtig hier, das Lepumentas, obwohl man bereits fast tot ist, noch so fortzuschwächen, dass es nicht in Heal Range kommt. Ansonsten kann man diesen Fight hier immer noch verlieren, selbst nach dem doppelten Omni-Boost. Aber okay, irgendwann konnte ich dann wirklich mal gewinnen, nach etlichen Versuchen. Und damit können wir festhalten, es ist möglich für Groudon, auch pazifistisch noch Troy zu besiegen, ohne Rare Candies einzuwerfen. Es ist aber unfassbar unkonstant und garantiert nicht geschenkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sonderlich viele andere Pokémon das nachmachen können. Kyogre vielleicht schon, aber ansonsten gibt es nicht mehr viele Optionen. Selbst so ein Pokémon wie Rayquaza beispielsweise scheitert vermutlich bereits bei der ersten Arena, also das dürfte so gut wie unmöglich sein. Und das ist erst der Beginn des Runs. Es gibt nur eine Handvoll Pokémon im gesamten Pokédex, die Groudon und Kyogre hier auch nur ansatzweise das Wasser reichen können. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wie viele erfolgreiche Pazifismus-Runs ich euch doch präsentieren kann in der dritten Generation. Vorschläge sind auf jeden Fall sehr, sehr gerne gesehen, es war aber definitiv nicht einfach. Und ich würde sagen, Groudon war nochmal anspruchsvoller als Kyogre. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich derzeit regelmäßig livestreame, würde mich sehr unterstützen. Ich habe nach wie vor das sehr große Livestream-Projekt am Laufen, von daher schaut gerne mal rein, ich werde es wie immer verlinken und lasst auch sehr gerne hier ein Abo da. Und bei den 50.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben, von daher seid ihr mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Ich habe definitiv schon einiges geplant, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind, deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.